Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Könnte eine packende Partie werden. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, es kann nur hochklassigen Fußball geben. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen Sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Und so gehen Sie heute in dieses Spiel. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Und das Spiel läuft. Da passt er auf. Scott Hogan. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Früh gibt es hier schon die gelbe Karte und damit ist klar, jetzt ist für den Rest des Spiels Zurückhaltung angesagt. Ist nicht einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Er versucht's. Den hält er natürlich. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da muss er hin und holt sich den Ball. Geht mit einem Wurf weiter. Das macht er sehr gut. Ashley Barnes. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Da können Sie kontern. Klasse gemacht vom Verteidiger. Ashley Barnes. Unaufhaltsam. Mats Möller-Daly. Gute Aktion vom Torhüter.
Ecke in den Strafraum. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Pedro Obiang. Schön durchgesetzt. Der Schuss. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Schöner Alleingang, den schauen wir uns gerne nochmal an. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Gruber. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da war sie unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Oh, das könnte was werden. Und das nächste Tor. Sie setzen nach, sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er einfach. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Und dann ist der Ball doch weg. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier, gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig, hat sie gut gesehen. Nee, den kriegt der Keeper. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Pedro Obiang. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Den Ball will er nicht hergeben. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling.
Ashley Barnes. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt die Ecke. Die Defensive steht. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt in den 16er. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Kalenari. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Sie gehen dazwischen. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ah, sie verpassen den Ball. Sie verlieren hier den Ball. Da ist die Flanke an den langen Pfosten. Der ist drin, es steht unentschieden. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Scott Hogan gewinnt dieses Duell. Joe Hart ist da, hat da keine Schwierigkeiten. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Den Header! Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Und jetzt wollen sie wechseln.
Jetzt Eckball. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Er zieht ab! Ja, jetzt sind sie wieder vorne, da ist das Tor. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Zu 2 also. Da ist alles drin. Gruber. Wird's jetzt gefährlich? Guter Spielaufbau. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. Ja, das könnte was werden jetzt. Und da wäre sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Das gibt Einwurf. Sie nehmen den Wechsel vor. Die Balleroberung. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja, geht gut dazwischen. Scott Hogan. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Ashley Barnes. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Gibt den Ballbesitz ab. Ashley Barnes. Branimir Gota. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Es gibt einen Wechsel. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Chance zum Konter jetzt. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. So, wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Schiedsrichterin pfeift ab. Der Sieg geht also damit an die Gäste. Knapper Sieg also am Ende, knapper geht's nicht, spricht schon für die Nervenstärke der Mannschaft. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragt, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.